Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Zombie. Wir machen weiter mit der ältesten Mission, die wir abgeschlossen haben. Du musst nochmal dahin gehen. Was nochmal? Im obersten Stock gibt es ein Tresor. Ich habe keinen Schlüssel dafür, aber nimm diese Dietriche mit. Wir können Schlüssel knacken. Du musst dieses gelbe Ding im Tresor finden, das mir bringen. Der Schatz des Alten aus. 10 einfache Dietriche, sehr geil. Zerstörte Fabrik gehen wir mal zuerst für den Helm. Na, genug Benzin, wenn wir haben. Ich weiß gar nicht, wie. Dunkelheit. Finde die Stoffe. Ja, ich bin jetzt nicht so dafür. Ach, das ist eine Kettensäge. Na, ich muss erstmal die Zombies killen, die natürlich dadurch relativ einfach getötet werden. Angst hat, dass hier jedes Mal irgendwann da rumkommt. Aber Zeug, bam, 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 bam. Glücklicherweise hat sie unendlich Benzin. Hier gibt es nichts. Sie woanders nach. Alter, übel. Wir sind schon gekillt. Können wir nicht mal angreifen. 54 Schaden instant. Ins Gesicht. Habe ich trotzdem angreifen können. Oh. Ja, mit der Kettensäge ist ziemlich easy. Ruhig spammen. Na, kein Benzinverbrauch. Da hängt nur einer. Das ist eine Jacke, die habe ich jetzt leider kaputt gemacht mit der Kettensäge. Sorry. Danke sehr. Ist aber echt dunkel, wa? Wo ist erstmal die Schatzkarte? Stroller, 5 Kilometer bin ich schon gefahren mit dem Auto. So, holen wir jetzt erstmal den Schatz. Ich würde sagen, wir schlürfen erstmal eine Flasche Wasser. Oder Bohnen erstmal nochmal. Ja, und hier muss ich jetzt graben. Ja. Ich glaube, ich muss tatsächlich erstmal ein paar Zombies versammeln. Mich dummerweise gehört. Ach so. E gedrückt halten. Ich zweimal? Ja, noch tiefer, ja. In dem rot markierten Bereich muss es hier irgendwo sein. Ich hoffe, es ist erstmal nur oberflächlich vielleicht. Naja. Ist ja voll nervig. Oh, eine Schaufel. Wow! Ich hätte sie mir gar nicht kaufen müssen. Ach, manchmal muss man einfach mal rumgucken, ne? Sneaken wir uns hier lang an den Zombies. Hier ist einfach gleich alles, einmal aufgeschaufelt. Oh, da ist er. 850 Silbermünzen. Geil. Das ist aber ganz viel gewesen. Noch Stielhandgranaten. Ich weiß nicht. Und da irgendwas anderes noch. Cool, cool.
400 Erfahrung kriege ich dafür. Das ist ziemlich viel, oder? Ja. Räumen wir zuerst im Haus auf. Na gut. Wenn du möchtest. Im Haus. Ein paar mehr noch, bitte. Mir ist mal zu dämlich. Oh, ein Buch bekommen. Nice. Einführung in die Töpferei. Einführung in das Töpfchen. Hehehe. Immer noch welche. Entschuldigung, eine Stielhandgranate wieder. Nice. Herrlich. Wunderbar. Eieiei, wie ein Morrowind, Alter, oder ein Oblivion. Uiuiui. Petty Thief! Eine Step 1 dieses Achievements. 1 von 5. What's in there? Some kind of yellow card. We got a problem. A whole horde is heading our way. Tja, dann mach halt mal was, ne? Du faules Stück, du. Ach, wir jumpen einfach aus dem Fenster raus. Rambo-mäßig, ja. Lauf zurück zum Auto. Tschüss. Tschüssikowski. Ist hier noch Muni oder so? Nö. Aber hier ist ganz gut. Was für ein Arsch! Alter, steh auf! Fuck, fuck, fuck! Ich glaube, das gehört zur Story dazu, Alter! Tatsächlich. Ich habe jetzt keinen Loot bekommen von den Toten. Ernsthaft? 10 Tage hat er überlebt? Chip, chip. Chip, chip. Das ist ein entspanntes Zombie-Spiel. Die lassen einen in Ruhe. Die fressen einen nicht auf. Die verwandeln nicht zum Zombie. Empty. Strange. Alter, 10 Tage! An seiner Stelle würde ich einfach die Waffe in den Kopf halten und töten. Was für ein feiges Stück Dreck, man lässt keinen Kameraden zurück. Frank, what happened there? I wanted to wait for him until he got into the car, but he didn't make it. The zombies got him sooner, so I had to leave. How is it possible that he survived that? It's been 10 days. He would have turned already. Look, he has bite marks. Sind wir immun? Geil. But his wounds are almost healed. I'll explain everything, but we need to. Ich werde alles erklären. Ach, wir sind das Baby, ja, ne? Wahrscheinlich weil. Nein, kann nicht sein. Sie war ja nicht infiziert, als wir geboren worden sind. Naja, Tachchen. Gib mal. Alter. Piss dich! Danke. Kriegt man einen Helm? Einmal Bio-Sicherheit zu. Sehr schön. Level 6. Nice. Ausrüsten, ne? Deswegen, man braucht das nicht. Man braucht das nicht. Kaufen. Ey, Mann, das war schon. Bitte hilfst du mir? Ich habe mit Amanda Pilze gesammelt, als eine Horde Zombies aufgetaucht und getrennt hat. Als ich zurückgekehrt bin, war Amanda verschwunden. Ich flehe dich an, finde sie. Ja, gerne doch. Ah, das, ach nee, verstanden. Das habe ich ja das mal gesagt. Schrott verkaufen, die Cap verkaufen. Ja, genauso wie. Hatte ich keine Rüstung? Fasziniert. Wir lesen mal die Bücher.
Möchte ich gar nicht lesen. Okay. 18 Dietrich, ja, ist klar. Ey, das will ich nicht. Wir machen mit dem Ältesten weiter. Also, wie fühlst du dich? Ich verstehe es nicht. Wieso habe ich mich nicht wie die anderen verwandelt? Deine Mutter wurde während der Schwangerschaft... Aha, okay, alles klar. Und hat sich direkt nach seiner Geburt verwandelt. Scheinbar bist du gegen das Virus immun. Ich verstehe es nicht. Wie ist das möglich? Deine Mutter war eines der Testobjekte in der nahegelegenen Forschungsstation. Als ich herausgefunden habe, was dort passiert ist, habe ich ihr bei der Flucht geholfen. Was ist dann passiert? Das war der verrückte Dr. Smith. Er hat eine mögliche Art von Experimenten durchgeführt. Für deine Mutter war es leider zu spät. Klar, sag's mir. Bevor die Hölle ausbrach, gab es ein ganzes System von Forschungsstationen. Klar, sag's mir. Eine Station ist in der Nähe. Keiner von uns war in den letzten 18 Jahren da, weil das doch nur so von Zombies wimmelt. Klar, sag's mir. Für eine Sterblichen wäre das eine Selbstmordmission, aber du hast, aber durch deine Immunität kannst du es definitiv schaffen. Geh doch nicht mehr daraus, wie es passiert ist. Wir brauchen Stufe 30 von dem... in der Sprache. Wie machen wir das mal auf 30? Immer noch einen Vorteil. Mit jeder neuen Stufe erhältst du einen Fertigkeitenpunkt zusätzlich wahrscheinlich. Hm? Ich kann mit Tieren reden, das bräuchte jetzt irgendwie noch nicht so wirklich. Nee. Nichts. Dieser Vorteil bringt nichts, du sollst ihn definitiv nicht nehmen. Das ist gut, Adrenalin. Ach, jetzt habe ich natürlich die Stufe erreicht, ne? Du hast immer einen kritischen Treffer, du bist ja eine Katze, der letzte Treffer tötet dich nicht beim ersten Mal. Deine Sprachfähigkeit wird um 10 verbessert, wenn du mit einer Frau sprichst. Der Zeiger ist 10% langsamer, leider ist für 10% schneller, nach erfordert Vorteil schnelle Hände. Reise 20%, ich finde das ja ganz, mehr kritische Treffer finde ich ganz gut. Und schaltet aktive, bessere kritische Treffer frei. Bücherwurm. Na gut, wir haben noch zwei Punkte. Wir nehmen auch hier die Mission mit. Oh, kann ich doch nicht mitnehmen. Fasziniert. Und leider. Der Typ hat auch keine. Und Frank redet auch nicht mehr mit mir, wa? Recht, du Arsch. So, hat er hier noch irgendwas? Nö. Will ich gar nicht. Gut, weiter geht's mit der nächsten Mission. Erstmal zur zerstörten Fabrik. Holen wir uns Amanda zurück. Wenn wir sie finden. Wir haben 600 Schuss, das reicht völlig aus. Sind nicht ein Gegner? Critical macht 36 Schaden und tötet sie einfach instant. Oh, muss noch eine kleine Truppe kommen. Da kommt sie. Wir haben nur noch 8 Stielhandgranaten, was echt viel ist. Critical. Eisenschrott. Oh, schön. Das ist doch eine ganz gute Waffe. Ich suche den Rasen. Ist sie tot? Ich hoffe nicht, dass sie das ist, oder? Das ist keine Kinderleiche. Die ist ja schon Skelett, Alter. Ach, da ist auch noch einer. Am Ende war doch auch das Mädchen, oder? Ob ich bekloppt jetzt. 6,4 Liter. Ich suche den Müll, durchsuche die Bänke, durchsuche die Leiche. Ja, wir stellen jetzt erstmal zum Müll. Währenddessen können wir dann killen. Oh, ein Zombie schon wieder. Wir müssen auf den Weg, schicke sie ins Grab. Aber nicht nur 7 sind auf dem Weg, wa? Das sind ganz schön viele auf dem Weg. Ich bin ja dafür, dass ihr alle hier lang lauft. Danke.
Nehme ich gerne mit. Immer wieder gerne. Aber das nächste Explosionsfach. Fass. Nicht Fach. Uff. Ihr seid mir zu schnell, ihr Scheißhunde. Critical. Muni ohne Ende. Oder Items ohne Ende. Und haben wir irgendwo noch ein Explosionsfass? Oh, sieht aber schön aus. Biosecurity Lab 01. Oh. Na dann, komm mal her. Geht der dazu? Ja. Der auch? Nee. Wie so ein schönes Maschinengewehr, ne? Dam, 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 dam. Schon wieder einführen in die Töpferei. Ja, einen Sniper kannst du hier nicht benutzen bei der Masse von Zombies. Du musst ja viel zu viele killen. Es lohnt sich ja gar nicht, so einen Sniper zu nehmen. Nö, würde sich nicht lohnen. Das war's schon? Na gut. Wenn die wollen. Wir wollen jetzt erstmal. Was kriegen wir von Layla? Wie schaut's aus? Ich habe ihren Rucksack am nördlichen Pfad gefunden. Und Amanda, sie war nicht dort. Da waren einige tote Zombies und leere Munition. Ich glaube, jemand hat sie gerettet. In der Nähe gibt es einen Banditenunterschlupf. Könntest du sie fragen und sei vorsichtig. Verschwunden Amanda, Verhandlung. Ein Ding. Was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Handelsgut. 400 XP. Gehe dorthin, selber den gesamten Bereich und finde heraus, wie es am Eingang der Station aussieht. Oh, Level 7. Nice. 5 Fertigkeitspunkte, 15 Benzin wieder mal. Aber wofür benutze ich die Fertigkeitspunkte gerade? Dafür gar nichts, ne? Derzeit brauche ich für nichts. Wir, würde ich sagen, machen noch die Mission mit dem Banditenunterschlupf. Für diese Folge. Oder vielleicht auch beides. Mal gucken. Warum gehen wir so schnell rum? Ich habe 60 Leben, oder? Oder habe ich 70 Leben insgesamt? Und eine Wasserflasche benutzen. Was machst du hier? Ich suche ein Mädchen. Weißt du etwas über sie? Meinst du Amanda? Ja, genau. Wir haben Amanda vor einer Horde Zombies gerettet. Deswegen gehört sie uns. Klar, sag's mir. Wenn du sie wieder haben willst, kostet dich das was. Okay, ich gehe zu ihrer Mutter und sehe, was wir da machen können. Da willst du mich rollen? Die hat doch nicht mal gesagt, was sie haben wollen. Auch schönes Haus. Gefällt mir. Nehme ich. Das war's. Das war's? Ja. Machen wir das auch noch. Wäre sonst langweilig. Säubere das Gebiet 1 von 3, 2 von 3 und 3 von 3. 11 Zombies, nur das geht ja. Ich mag es nicht. Ich Zombie-Hunde. Bin ich kein Freund von, muss ich sagen. Wieder eine richtige Granate. Nehmen wir eine Stielergranate, das ist eine richtige Granate. Bohnen. Lederschrott. Na, hier haben wir auf jeden Fall ein Sprengfass. Hinten scheinbar leider nicht, ja. Schön im Wald. Hier, wo ist der Hund? Da ist er. Level 9 sind die schon, nicht schlecht. Ja, wir nehmen aber jede Mission mit und ältesten Post hier haben wir natürlich auch. Nochmal ein Silberschrott. Ach, zwei sind hier noch irgendwo.
Okay. Da war das dritte Gebiet. Da wir zur Forschungsstation müssen. Ach, sollen sie aber gar nicht für einen. Wo sind denn alle? Am Arsch der Welt sind die. Haben wir höhere Crit-Chance, je näher wir stehen? Wirklich, oder? Hacken. Stromausfall. Repariere die Stromversorgung. Ob ich killen werde, kannst du knicken, Alter. Tja, juckt mich da nicht. Kommt ruhig her, wenn ihr Probleme habt, ne? Dauert noch, bis die da sind. Da kann man sie nämlich nacheinander schön alle abmurksen. Ecke das Zutrittssystem. Oh, hier unten. Oh. Schmeckt, oder? Aber nicht ein einziges Item gedroppt. Wow, krasser Shit. Executioner, 1000 von 5000 Hinrichtungen. Wahrscheinlich Tötungen durch Headshots. Wo ist der denn her, Alter? Da stand er in der Tür drinne. Du brauchst eine Zugangskarte. Das ist ja die gelbe Karte, die wir bekommen haben. Deswegen back to the Zentrum. Sehr schön. Wieder ein neues Level up, sobald wir die Mission abgegeben haben. Hast du etwas über Männer rausgefunden? Ja, die Maliten haben sie. Sie haben sie angeblich vor einer Horde Zombies gerettet. Warum hast du sie nicht zurückgebracht? Sie wollten ein Lösegeld. Kannst du das bezahlen? Natürlich, ich werde alles tun für das Geld. Sorge dafür, dass ihr beide sicher zurückkommt. Keine Sorge, ich bringe sie zurück. 1000 Gold. Okay, alles klar. Nehmen wir mit. Der Eingang ist noch gut erhalten, aber ich weiß nicht, wie ich in dem Schloss vorbeikommen soll. Ich habe hier eine Zugangskarte. Die sollte dir bekannt vorkommen. Dann kommst du in die Station. Wow, danke. Sei trotzdem vorsichtig. Da wurden viele unterschiedliche Experimente durchgeführt. Erkunde das Erdgeschoss des Forschungsstation. Level 8. Dann haben wir 13. 12 Punkte. Ja, ich weiß nicht. Laserwaffen gibt es auch noch. Ja, wenn wir die Schaden, den Schaden von der Waffe ein bisschen erhöhen, 7% höher. Denke ich, sollte ausreichen. Was haben wir da oben noch gehabt? Ein Geschenk. Ach, ach, guck mal an. Das sollte ich vielleicht auch noch mitnehmen, ha? Huch. Einsammeln. Oh. Okay, haben wir Sniper mitgenommen. Also wir können Sniper oder Schrotgeflinte. 9mm, 3 Verbände, 10 Stielhandgranaten, Small Weapons, interessant. Okay, es geht bis Level... 10 Granaten, Schrott, gute Dietriche. Uff, okay, da alle 5 waren. Level 95, Stufe 100 ist dann scheinbar Maximum. Wir haben jetzt also im Inventar einen Sniper. Wir können auch beides mitnehmen, ist ja auch nicht verkehrt. Da müssen wir ein bisschen Inventarplatz frei machen. Für eine Töpferei. Pff, gute Frage, ja. Schaufel habe ich, könnte ja so eine verkaufen. Und ab in den Kofferraum mit dem Krams. Einfache Töpferei, weg damit. More Weapons werden wir verwenden. Plus 2%, sehr nice. Das ist zu stark, das werden wir noch nicht benutzen. Schrotpatron brauchen wir nicht. Das ist ebenfalls zu viel Heilung. Die braucht welche? 7,62 mm. Das sind aber 9 mm. Die kann ich alle reinhauen. Zack. Ups.
Kann ich mal alle 7,62 mm mitnehmen? Die Trichter habe ich. Die Granate ist mir zu viel. Die brauche ich derzeit nicht. Drei gebackene Bohnen. Oder drei Bohnen und Dingensen. Ein Ach so, guck mal, Sturm habe ich auch noch mit dabei. Ach Gott, ey. Was ist hier für Müll, den ich jetzt da mitschleppe, ey? So. Falls wir nochmal einen Sniper brauchen. Juhu, Leute. Wir haben nämlich schon wieder 25 Minuten erreicht. Wir machen an der Stelle mal eine kleine Pause, meine Freunde. Sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.